Mist. Das macht sich direkt bemerkbar hier, wenn die Wegfindung mal nicht so hinhaut. Wenn man einen potenziellen Fernkämpfer ranzüchtet, der sich unliebsames Getier mit, ja, hier so Blitzen vom Leib hält. Verdammt, das geht aber auch übelst weit. Sau geht das weit. So, genau, und da geht's nämlich wieder raus. Zack. Wieder was geschafft. Ja, und was ich mitbekommen habe, oder wo ich zumindest der Meinung bin, dass ich es mitbekommen habe, was mich eigentlich sehr gewundert hat, halt, wir gehen hier mal zum Kollegen, ist das der Gegenstand Goldene Laterne? Es sieht anders aus als erwartet, aber ihr habt vermutlich recht. Hey, wir haben immer recht. Hier ist eure Belohnung, und wo die herkommt, wartet noch viel mehr auf euch, klar doch. Yeah, Stufe 11. Ich glaube, wir müssen mal was an unserer Verteidigung machen. Wir sind fürchterlich schutzlos. Ich lege hier mal 2 auf und den Rest verballern wir schön in Magie. Sehr hübsch. So. Den lassen wir gerade erstmal labern hier. Wir könnten jetzt unserem Golem was spendieren. Wir könnten hier natürlich noch was auflegen. Und das wäre, also, schon noch mal ein ganzer Batzen mehr Schaden. Oh, schwierig. Was ist das denn? Erhöht die Stufe aller Angriffszaubersprüche. Expertise mit magischen Waffen. Abenteuerklassenfähigkeit. Verbessert die Wirkung von Tränken, erhöht den Zuwachs an Erfahrung und Ruhm und verringert Wiedererweckungsabzüge. Plus 4% Erfahrung. Ich weiß nicht, ob wir da noch was investieren sollen. Bin ich mir jetzt gerade nicht so richtig sicher. Aber ich glaube, wir haben jetzt 4 Punkte, wir können hier eigentlich mal einen drauflegen. Und ich glaube, wir legen auch mal auf den Glutsteinblitz auf alle Fälle noch einen drauf. Einfach, damit das hier alles noch ein bisschen besser funktioniert. So, und ansonsten unserem Golem noch was gönnen. Nee, ich glaube, das machen wir situativ. Der ist ja im Moment eigentlich ziemlich gut. Wir könnten jetzt auf die Rüstungsexpertise noch was machen, dann geht die Rüstungsanforderung noch ein bisschen runter. Was haben wir denn hier noch? Verteidigungsmeisterschaft. Erhöht die Stufe aller Verteidigungszauber. Ja gut, haben wir jetzt im Moment nicht. Haben wir nicht. Ich würde sagen, wir machen mal... Wir gehen auf alle Fälle mal hier noch einen Punkt drauf. So. Können wir damit vielleicht jetzt endlich was von dem ganzen Zeug hier tragen? 25? Ja, die können wir doch tragen. Dann machen wir das doch auch direkt mal. Sehen genauso aus. Schaffen sie aber auch direkt nochmal mehr Mana. Cool. Und ich würde sagen, wir verkaufen nochmal das ganze Geraffel hier noch. Ah, oh, Lederhelm. Nee, das geht mal alles mal noch nicht her. Würde ich sagen, wir müssen sowieso dann in die normale Welt zurück. Das heißt, wir werden dann einfach in die normale Welt zurückgehen. Aber jetzt werden wir es mal hier noch ein bisschen was verballern. Nämlich das und das und das. Und das weg, und das weg, und das auch noch. Ja, weg. Braucht man nicht. Und die haben wir eben abgelegt. Weg. Zack, sehr schön. 10.000 Gold haben wir schon. Da könnten wir ja eigentlich mal schauen. Hier war doch irgendwo hier diese... Gab es hier nicht genau diese Händlerin mit den Karten? Stufe 1 bis 10, Stufe 15 bis 30... beschädigter Reinglutstein, beschädigter Schädel. Midas Kette, verzaubert Schmuckstück, das... Ah, hier sehen wir mal, also diese, ja, rosa eingefärbte Schrift, das heißt, diese Kette gehört, ja, gehört zu einem Set, steht hier, ne, Set Midas Reichtümer. Und da ist es, ich glaube, bei Diablo war das auch so, wenn man dann das ganze Set zusammen hatte, haben die eben Sonderwirkungen. Erhöht jeden körperlichen und Elementarschaden um 2%. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob uns das jetzt irgendwie weiterbringt. Ansonsten Gold finden, naja gut, Gold haben wir mehr als genug irgendwie. Aber ich finde es interessant, dass man die hier kaufen kann. Oh, hier Feuerball, feuert einen langsam, aber hochexplosiven Flammenball ab. Ich glaube, das hier werden wir mal kaufen und das werden wir unserem Pet sponsern.
Zauberspruch Feuerball, Stufe 2. Und das ist Stufe 3. Zauberspruch Selbstheilung, Bogenschützen beschwören. Ich glaube, wir nehmen mal den und kaufen den mal. Und verpassen den mal hier unserem Pet. Unser Pet ist ja auch Level 11, genau. Unser Pet steigt mit uns auf, also unser Haustier. So, und ich denke, wir werden jetzt mal sehen, dass wir in den Level hier ein bisschen nach unten kommen. Ja, so, da machen wir jetzt mal hier rein. Jawohl, wir wollen zur feuchten Kammer. Denn wenn ich mich recht erinnere, genau, geht es hier weiter nach unten. Und hier liegt noch Gold rum und eine Truhe, zwei Truhen. Oha, oha, oha. Dinge. Eigentlich... Ja. Eigentlich hatte ich erwartet, dass hier nichts mehr ist. Aber gut, dann machen wir uns mal nach unten, würde ich sagen. Wenn du viele Streiftreffer landest, musst du wahrscheinlich deine Waffe verbessern. Naja, also unsere Waffe ist... Magie. Ich glaube, da gibt es auch Streiftreffer. Aber hey. Was soll's? Die Minenarbeiter bahnen sich ihren Weg nach unten durch den Fels und ahnen nichts von den Gruften dort. Wenn sie letztlich durchbrechen, werden sie hoffentlich klug genug sein, zu fliehen und die Tunnel hinter sich zum Einstürzen zu bringen. Das Gewölbe wurde mit Recht versiegelt. Das Ganze war ein ebenso unglückseliges Experiment wie das meine. Ihre Ahnen sind nicht von Leben erfüllt, sondern von derselben dunklen Energie, die durch die Glutsteinader fließt. Das Verderbe herauszufiltern ist uns. Die Unsterblichkeit ist für immer unserem Zugriff entglichen. Ich war ein Narr. Ja, Eric sind wir schon mal begegnet bei unserem ersten Bosskampf, also wo sich hier dieser Teil, dieser Questbegleiter dann in diesen Gegner verwandelt hat. Eric scheint ja irgendwie so ein bisschen verflucht zu sein. Ja, und ich denke mal, oder gefühlt würde ich mal sagen, Eric wird unser richtiger Endgegner hier sein. Ich weiß es allerdings nicht. Wie gesagt, ich spiele das Spiel hier blind, mehr oder weniger. Also blind heißt, ne, ich habe es vorher nicht irgendwie durchgespielt oder so. Bin also kein Pro. Muss mich ja auch Stück für Stück erst durcharbeiten. Mit euch zusammen natürlich, aber das ist in solchen Spielen üblicherweise nicht sonderlich schwer. So, wir schauen hier mal zu, dass wir uns nach Möglichkeit nicht rösten lassen. Ja, super, du bitte auch nicht, wir bitte auch nicht. So, und zack. Und zack, verrecke, komm du Sau. Hier ist ein Rüstungsständer, geheimnisvolle Schultern. Ja, wir packen erstmal alles wieder ein hier und gucken dann gerade mal, was unser Inventar sagt. Was wir jetzt hier eingesteckt haben, geheimnisvolle Schultern, gucken wir doch mal. Ja, können wir wieder noch nicht nehmen. Erfordert Geschicklichkeit 14. Da könnten wir noch weit von weg sein, fürchte ich fast so ein bisschen. Und hier war gerade ein Gegner, der sich aufgelöst hat. Oh, und hier müssen wir mal ein bisschen aufräumen. Und hier auch vor allen Dingen. Zack, das hat doch schon mal sehr gut geklappt. Ja, also die Gegner werden besser. Wir haben jetzt hier so Skelette. Bis jetzt hatten wir quasi die Arbeiterschicht, die dort oben in diesen, ja, in diesen Minen gearbeitet hat. Und jetzt sind wir ja im Grab der Erweckten hier, Ebene 5. Ich vermute, dass es hier alles ähnlich aufgebaut ist wie in Diablo 1. Will heißen, es geht quasi immer nur nach unten. Wir ziehen hier mal am Hebel, kommen dann davon weiter. So, davor machen wir uns noch ein bisschen Luft. Ballern da mal noch so ein bisschen rein. Und mich würde mal interessieren, ob unser Hund hier irgendwie irgendwann auch mal zaubert. Wir haben ihm jetzt diesen Feuer, naja, wie auch immer, Feuerdings gegeben. Oh, und ich habe jetzt hier eine Menge Zeug eingesammelt. Das müssen wir erstmal alles so ein bisschen identifizieren. Ich glaube, da gehen wir erstmal noch drei Schritte zurück. Und gucken mal, was wir hier eingepackt haben.
gepackt haben. Na Mensch, aber den kann ich wieder nicht nehmen. Den tun wir gleich mal weg. Die tun wir weg. Ja, ich glaube, es wird auch so langsam Zeit, dass wir mal, anfangen, so ein bisschen auszusortieren. Und nicht mehr wahllos einfach alles einstecken. Ja, die haben wir halt auch mal aufheben hier. Die können weg. Den, wir haben... was haben wir denn hier? Zwei Feuerresistenzen. Na, wir haben halt ziemlich gute Resistenz. Und was auf Magie? Also nicht. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Dann, den brauchen wir auch nicht. Handfeuerwaffen brauchen wir sowieso nicht. Und das hier müssen wir wieder umlegen. So, sehr schön. Wir brauchen noch, wie viel brauchen wir denn überhaupt? Erfahrungspunkte. Och ja, na so knapp, so nicht ganz 30.000 brauchen wir noch. Da sind wir ja nah dran. Dann machen wir uns mal schön hier rüber. Und da haben wir direkt... Oh, Suche nach Ruhm. Was, das war jetzt der, den ich umbringen sollte, oder wie? Das war jetzt aber wenig spektakulär, um ehrlich zu sein. Ich hatte mir das etwas anspruchsvoller vorgestellt. Ah, und jetzt hat unser Hund auch gerade gezaubert. Habt ihr es... Oh, ihr habt es gesehen. Ja, ihr habt es hoffentlich gesehen. Aber wenn ich spul zurück, unser Hund, die hat gerade gezaubert. Cool. Hundi toll. Freu mich. Und nochmal. Oh, da war es schon wieder, Leute, im Loch. Und ich verpasse das irgendwie dann immer, weil ich ja hier nebenbei so mit... Also mit Gucken auf meine Figur beschäftigt bin. Und sehe das dann immer gar nicht. Schade eigentlich. So, was haben wir denn hier noch, Mensch? Komm, was haben wir denn hier? Das kann auch weg. Und das kann weg. Und den gucken wir uns mal an. Das ist eigentlich auch unwichtig. Kann auch weg. Und den lassen wir mal schön hier. Dann würde ich sagen, wir machen uns hier an dieser Stelle mal ein Stadtportal. Denn wir haben jetzt eine Quest erfüllt. Und da werden wir uns doch direkt mal die Belohnung abholen. Und zwar war das hier bei unserem Barden. Ein wahrhaft epischer Sieg. Ich sehe ihn förmlich vor mir. Ja. Kelekdum, laut brüllend, ihr in tollkühner Pose. Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen. Aber das wäre natürlich gefährlich. Jemand meines Talents kann für derart riskante Aufgaben nicht sein Leben aufs Spiel setzen. Nö. Ich werde die Kunde von eurem Sieg in Liedgut und Poesie verbreiten. Das gibt uns ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Rum und ein winziges bisschen Gold und Handschuhe, die uns nicht bringen. Aber unser Bade wäre nicht unser Bade. Er ist, ach ja, aufstrebender Bade und Einmannkapelle. Nee, wenn er nicht noch was für uns hätte. Also bitte. Als ich erschaffen wurde, haben meine Schöpfer und ich oftmals Baden gesehen, die an Straßenecken die Menschen unterhalten haben. Und das hat mich zu wahrer Größe inspiriert. Er sieht das natürlich völlig anders, zumindest jetzt noch. Ich erinnere mich an die Geschichte eines mächtigen Unholds. Rohr Tizul, der zahllose Krieger erschlug, bevor er verschwand. Ich glaube, er ist jetzt ganz in der Nähe, nur 6 Ebenen unter Torchlight. Ist das nicht aufregend? Erledige die Bestie, dann mache ich aus uns beiden Helden. Auch das bringt uns effektiv wieder mal nicht viel und nur wieder so ein... Oh, hier, ein Set. Aha, Gorgonenhandschuhe, 10 Rüstung. Da könnt ihr immer drüber nachdenken. Also die nehmen wir auf alle Fälle erstmal an. So, dann gehen wir mal zu unserer Kiste und packen hier mal die Sachen, die wir im Moment nicht tragen können, da rein. Die Handschuhe können wir verkaufen. Das kann da auch rein. Ich hoffe, es gibt nicht mehr so viele Steine hier. So, haben wir jetzt eigentlich noch irgendwas zum Verkaufen? Ja, haben wir. Ach ja, wir haben ein ganzes Tier voll. Dann machen wir dann hier... Das kann alles weg. Weg. Zaubersprüche nichts. Die können auch weg. Ja, wir könnten uns jetzt natürlich hier wieder irgendwie so ein seltsamer Halskette... ja, so eine Schriftrolle wieder mal. Das werden wir auch später nochmal machen. Irgendwie. Mal gucken, im Moment habe ich da jetzt nicht so Lust zu. Was hat die denn hier noch Schönes rumliegen? Das ist alles nur das. Die Sachen, die wir ihr so gegeben haben. Der erfordert Stufe 13. Und der macht aber auch direkt nochmal richtig böse Schaden. Ich glaube, den hier, den werden wir einfach schon mal kaufen. Obwohl, nee, kaufen wir den nicht.